Heute im Spätnachmittag hat sich in Schorndorf-Haubersbrunn an der Haltestelle der Wieslauftalbahn ein Bahnunfall ereignet. Ein 15-jähriger Jugendlicher wollte den Bahnübergang queren und dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Bahn. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Es handelt sich hier um einen Bahnübergang ohne Lichtzeichen. Die Bahnlinie war ca. 2 Stunden voll gesperrt.